Unscheinbar liegt er da, der neu angelegte Speicherteich nahe der Gaisrückenalpe. Mit seinen 90 mal 240 Metern fasst er rund 107.000 Kubikmeter Wasser. Er soll in Zukunft für das Wasser für die neue Beschneiungsanlage am Ofterschwanger Horn sorgen. Denn die Wasserversorgung für das Präparieren der Pisten war nicht immer ausreichend, so die Verantwortlichen. Da gab es erhebliche Engpässe. Wir haben nach wie vor das Wasser aus dem Aubach in Gunzelsried, aber wir hatten keinen Speicher. Nur einen ganz kleinen am Allgäuer Berghof, einen unterirdischen mit 4000 Kubik. Und das ist natürlich nicht ausreichend. Und die alte Beschneiungsanlage konnten wir immer nur eine Piste beschneien, nicht alles zeitgleich. Und der Vorteil der neuen ist einfach, wir haben ausreichend Wasser für die gesamte Grundbeschneiung und wir können alle Pisten zeitgleich beschneien. Dafür sorgen jetzt unter anderem auch die 16 neuen Schneekanonen. Zudem wurde in eine neue Pumpstation und weitere 50 Schneilanzen investiert. Dadurch kann das gesamte Skigebiet innerhalb von nur 80 Stunden komplett eingeschneit werden. Zuvor waren dafür 30 Tage nötig. Ja, die Schneesicherheit, das ist einfach das Wichtigste, dass wir sagen können, wir können innerhalb kürzester Zeit alles beschneien und haben dann die Weihnachtswochen oder auch der Winter ist gesichert. Das ist für uns einfach das Wichtigste. Das war bis dato nur bedingt der Fall mit der alten Beschneiungsanlage und wir haben es in diesem Winter ja schon gesehen mit dem Wärmeeinbruch. Wir haben trotz des erheblichen Wärmeeinbruchs alle Pisten, 4 Talabfahrten während der ganzen Zeit gehabt. In Betrieb genommen wurde die Beschneiungsanlage pünktlich zum Saisonstart im November vergangenen Jahres. Jetzt erhielten der Speicherteich und die Pumpstation bei einer Einweihungsfeier ihren Segen. Gekostet hat die gesamte Anlage 5,65 Millionen Euro. Mit rund 1 Million Euro fördert dabei die Regierung von Schwaben das Projekt. Hans-Peter Schratt erhofft sich durch die teuer erworbene Schneegarantie viel. Natürlich ist in erster Linie für uns wichtig der Skibetrieb während der ganzen Saison. Damit verdienen wir das Geld und das ist wichtig, das zu sichern. Aber im Hinterkopf hat man natürlich einen Weltcup. Die kommen nur dann, wenn die Schneegarantie da ist. Und mit der neuen Beschneiungsanlage, insbesondere natürlich auf der Weltcup-Piste, ist dies auf jeden Fall gegeben. Inwieweit sich die Investition wirklich auszahlen wird, das wird man erst noch sehen. Den Skifahrern scheint der Schnee aber sichtlich zu gefallen.